Die Frage lässt sich für mich nicht ganz leicht beantworten. Kultur hat ja wahnsinnig viele Facetten. Mit Blick auf europäische Kultur kann ich vielleicht erstmal vorwegnehmen, was es für mich nicht bedeutet. Nämlich bedeutet europäische Kultur für mich keine Reduktion auf das Christentum, was ja manche Menschen gerne so formulieren oder ja, einfach ihr Weltbild entsprechend aufbauen nach dem Motto europäische, westliche Kultur, Werte, das ist ausschließlich das Christentum, das sehe ich dezidiert anders, sondern unser Kontinent und unsere Kultur ist natürlich auch stark geprägt in ihrer Geschichte vom Islam, vom Judentum, vom orthodoxen Christentum, vom Christentum. Insofern würde ich da schon mal ja, diese gewisse Vielfalt auf jeden Fall betonen. Dann ist es für mich ein wichtiger Bestandteil europäischer Kultur zu sehen, welche wichtigen Künstler, Denker, Schriftsteller eben ja, Europa hervorgebracht hat, die natürlich auch mit ihren Werken sehr eng verbunden sind mit der Geschichte der Aufklärung und mit der Geschichte der Demokratie. Da gibt es ja sehr viele Verbindungen. Und gleichzeitig müssen wir auch darüber hinausdenken, weil Kultur ja nicht Statisches ist, sondern ich glaube, unsere Kultur verändert sich ja auch jeden Tag mit den Menschen, die an ihr teilhaben, mit den Menschen, die sie gestalten. Und so wie unsere Gesellschaft auch immer vielfältiger wird und auch je enger die Welt zusammenwächst, je enger Europa auch mit anderen Kontinenten zusammenwächst, desto vielfältiger wird natürlich auch unsere europäische Kultur. Naja, ich glaube, europäische Kultur ist zuallererst mal eine riesengroße Vielfalt. Wenn ich überlege, wie breit Europa gerade auch nach der Osterweiterung Anfang der Nullerjahre aufgestellt wird, dann muss man, glaube ich, auf der ganzen Welt lange suchen, um ja, so viel kulturelle Vielfalt, auch so viel historische Vielfalt zu finden, wie wir es in Europa haben. Und das ist unglaublich viel wert. Deswegen ist es, glaube ich, auch extrem viel wert, einerseits diese Vielfalt auch als solche zu sehen und zu erhalten, aber trotzdem auch das zu sehen, was dann europäische Kultur verbindet. Und das ist, glaube ich, insbesondere die ganze Geschichte der Aufklärung hin auch zur Freiheit, zu Demokratie, was ja gerade in diesen Tagen auch wieder massiv bedroht ist. Einen Unterschied im Sinne eines Gegensatzes glaube ich nicht, weil europäische Kultur natürlich für sich steht, so wie Moki ja auch geschrieben hat, mit Demokratie, mit Freiheit, eben der Idee der Aufklärung, wie eben schon gesagt. Deswegen da glaube ich, haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und glauben, dass wir jetzt eine einheitliche europäische Kultur den einzelnen, nicht, ich würde nicht mal sagen national, sondern vielleicht sogar eher regionalen Kulturen und Entwicklungen gegenüberzustellen. Ich komme zum Beispiel aus Südbaden, aus der Grenzregion zu Frankreich. Da würde ich sagen, ist zwischen der Kultur in Südbaden und der Kultur im Elsass so gut wie gar kein Unterschied da. Da ist vielleicht der kulturelle Unterschied nach Norddeutschland größer als der nach Colmar oder nach Straßburg. Deswegen, ich glaube, es ist eher was Regionales, wo man nicht versuchen sollte, eine europäische Kultur in der regionalen überzustülpen. Deswegen den Freiraum für regionale Kultur zu lassen, aber die europäische Kultur speist sich dann halt eben auch aus diesen regionalen Kulturen. Deswegen, ich glaube, es gibt ein bisschen einen Unterschied, aber kein Gegensatz, sondern es bedingt sich gegenseitig. Und das ist, finde ich, auch das, was den Charme in Europa ganz zentral ausmacht. Also auch wenn ich persönlich keinen Migrationshintergrund habe, kann ich diese Perspektive nachvollziehen, weil ich persönlich stamme aus einer Grenzregion. Ich lebe in Freiburg, das ist mein Wahlkreis ganz im Südwesten Deutschlands, wo es eigentlich selbstverständlich ist, dass man sehr enge Verbindungen nach Frankreich hat und einfach ja, am Wochenende ins Elsass rüberfährt oder auch weiter. Ja, nach Frankreich rein ins Land. Und das ist für mich auch kulturell, also wenn wir zum Beispiel ja, Kulinarik mit einbeziehen, so einfach emotional tatsächlich näher als manche andere Teile von Deutschland. Deswegen denke ich auch, dass man da keine nationale Grenze ziehen kann, auch wenn es natürlich Dinge gibt, die sehr, sehr eng mit Deutschland verbunden sind, wie irgendwie das Oktoberfest. Das ist ja bekannt, aber ich glaube,
Also ich finde die Perspektive absolut berechtigt und so empfinde ich das auch, dass es jetzt nicht die deutsche Kultur gibt, aber es gibt eben auch nicht die europäische Kultur. Ja, also da gibt es ja auch keine feste Grenze, wo man sagen kann, hier ist europäische Kultur und da ist irgendwie außereuropäische Kultur. Da würde ich eben auch noch ein Stück größer denken. Ja, also Kultur ist natürlich auch regional geprägt, aber auch wieder nicht nur. Also es gibt sicher auch nicht nur die südbadische Kultur oder die elsässische Kultur. Es ist alles ja, bunte Mischung einfach aus regionalen Einflüssen, nationalen Einflüssen, europäischen Einflüssen, globalen Einflüssen. Und ich glaube, das ist auch für jeden Mensch einfach individuell anders. Also es gibt sicherlich Menschen, die sich sehr eng mit ihrer regionalen Kultur identifizieren, wahrscheinlich gerade auch Menschen im ländlichen Raum, während zugezogene Studierende in den Städten sich wahrscheinlich ein Stück weniger mit ihrer regionalen Kultur identifizieren und vielleicht mehr mit ja, dem europäischen Gedanken und auf der Ebene. Aber das, denke ich, ist ja das Schöne, dass das jeder auch ein Stück weit für sich selber definieren kann. Ich würde ihm, würde Raphael zustimmen bei der Frage, dass Kultur regional ist. Ich glaube aber, dass Kultur nicht ausschließlich regional ist, sondern dass es eben beides gibt. Dass es die regionale Kultur gibt, aber auch die europäische Kultur, und das am Ende Hand in Hand geht. Ich glaube, wie gesagt, die europäische Kultur, Freiheit, Demokratie, Aufklärung, das ist ganz zentral auch für die Entwicklung der verschiedenen regionalen Kulturen. Und umgekehrt braucht es die regionale Kultur, um zu einer europäischen Kultur zu kommen. Also ich glaube, man muss die Vielfalt sehen, man muss in dieser Vielfalt dann auch die Stärke sehen und sollte jetzt, glaube ich, nicht aufwiegen, ob europäisch oder ob regional, sondern regional ist europäisch und europäisch, ist regional im kulturellen Kontext.